Ja, vielen Dank für die Einladung. Also wenn es jetzt nicht für die Stiftung gewesen wäre, sage ich ganz ehrlich, wäre ich jetzt heute Morgen nicht um 5 aufgestanden, aber ich danke mich für die Einladung. Ich finde auch, es ist immer sehr interessant, insbesondere in politischen Zusammenhängen über Web 2.0 zu diskutieren. Es wird viel zu wenig gemacht. Ein vielleicht kleiner, ja, wie soll man sagen, Hintergrund. Also ich kann natürlich die Erwartungen jetzt nicht erfüllen, die in dem Flyer-Text sind, also sozusagen die Geschichte. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und deswegen ist es auch ein bisschen eklektisch, so von allem etwas, ja. Aber ich möchte eigentlich vor allen Dingen am Ende auf Twitter und auf WikiLeaks eingehen. Das sind beides meine Forschungsschwerpunkte im Moment. Aber ich will natürlich auch versuchen, diese Erwartung, die da in dem Text geweckt wird, ein bisschen zu erfüllen. Meine Erfahrung ist auch, dass das Publikum extrem heterogen ist. Also ich mache das sehr oft in ganz verschiedenen Kontexten. Und habe die Erfahrung gemacht, manchmal, wenn ich dann frage, wer kennt Foursquare, selbst bei meinen Studierenden geht kein Finger hoch. Ja. Manchmal, wenn ich frage, wer ist bei Twitter, gehen so ein paar Finger hoch. Und wenn ich dann frage, wer ist selber aktiv, also wer setzt sozusagen Tweets ab, bleiben die Finger auch unten. Deswegen habe ich ein bisschen versucht, mich auf ein heterogenes Publikum einzustellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung und mache deswegen auch einen kleinen Überblick. Und zwar ein bisschen auch was zu dem, was mich interessiert, schon seit meinem ersten Buch zum Thema Soziales im Netz, das 2000 erschienen ist, wo wir noch keine Ahnung hatten von dem, was wir heute haben. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Was passiert mit uns als Menschen, aber auch vor allen Dingen natürlich auch in unserer Gemeinschaft mit Politik und Koordination innerhalb einer großen sozialen Gruppierung? Ich habe zwei Beobachtungen im Moment. Das ist der Stressfaktor Internet, das Always On. Das ist für viele heute ein Thema. Und ich habe deswegen die Kinder und Jugendlichen drauf, weil auch gerne vergessen wird, wie viel Spaß das Netz macht. Wie unheimlich bereichernd das sein kann, was wir dort tun. Diese beiden Pole kennzeichnen auch meinen Vortrag. Der Spaß, das Tolle, das Entdecken, das auch einander wieder neu entdecken und das, was uns natürlich auch begleitet, was nicht so toll ist. Wir haben in unserem großen Forschungsprojekt übrigens auch Poker Online, deswegen habe ich das mit drauf. Poker Online finde ich persönlich, ich bin jetzt keine Pokerspielerin, ich bin total unbegabt, was sowas angeht. Aber als Spiel ist es klasse. Und wir haben natürlich auch, und das ist die Kultur, wo wir dann uns heute eigentlich bewegen, mit den Apps eigentlich jeden Tag was Neues. Ja, mindestens jeden Tag was Neues. Also wenn nicht jeden Tag mehrere Neuigkeiten, mit denen wir zu tun haben. Das heißt, wir sind in einem Spannungsfeld und das ist eigentlich das, was ich als politisches Thema ganz zentral finde. Wir sind auf der einen Seite in dieser Kultur, wo wir selber sehr viel produzieren, beitragen. In der Wissenschaft nennen wir das auch Producage-Kultur, gibt es ganze sehr gute Bücher darüber. Aber das heißt natürlich auch, wir sind in einer anderen Form von Verantwortung, da werde ich auch am Ende sozusagen herauskommen. Bedeutet aber letztendlich, Politik verändert sich, das ist meine Ausgangsthese, und zwar radikal, und die, die das noch nicht verstanden haben, die werden es sicherlich demnächst aber verstehen, und zumindest, wenn ich Ihnen ein paar Tweets zeige, auch von Offiziellen, wie jetzt dem Seibert, dem Regierungssprecher, dann sehen Sie, einige Leute haben es verstanden, und die Konsequenz ist aus meiner Sicht, wer Netzkultur nicht versteht, und ich meine das wirklich Kultur, wer diese Netzgesellschaft nicht versteht und die Einflüsse, die von sozusagen Nicht-Netz, also aus der Offline-Welt kommen, in die Offline-, in die Online-Welt und diesen Prozess nicht versteht, der kann heute keine Politik mehr machen. Das ist meine These. Ich bin schon bei vielen Politikern angeeckt. Ich war in einigen Enquete-Kommissionen, da hat mir das keiner geglaubt, vor 3 Jahren noch. Heute glaube ich, die meisten Politiker würden da heute sogar nicken. Zwei Theorie ist jetzt nicht das Thema heute, aber ich will trotzdem ganz kurz ein Modell, mit dem wir arbeiten, in einem großen Forschungszusammenhang, ganz kurz zumindest mal anreißen. Die Grundidee ist nämlich die, dass wir in einer mediatisierten Gesellschaft leben und diese mediatisierte Gesellschaft bedeutet, dass wir alle davon in irgendeiner Form tangiert sind. Das heißt, Friedrich Krotz, mein Kollege aus Bremen, gar nicht weit von hier, sieht das als einen sogenannten Metaprozess des sozialen Wandels. Das bedeutet eben, dass Medien nicht mehr getrennt angeschaut werden als irgendwelche technischen Entitäten oder Gadgets, die man hat oder nicht hat, sondern sie sind kategorial für den sozialen Prozess. Und das ist wirklich was Neues. Ja? Und damit bedeutet das natürlich auch, dass Medien, Marshall McLuhan, großer Medientheoretiker, hat mal gesagt, Medien sind Extensions of Man, das heißt, sie erweitern unseren Körper, ja, wie vielleicht das Telefon mal unseren Gehörsinn erweitert hat, weil wir plötzlich in Amerika hören können. So erweitert natürlich das Internet auch etwas unter Umständen unser Gehirn. Das sind andere theoretische Vorstellungen. Jetzt gehe ich zu dem, was ich eigentlich sozusagen als Einleitung immer gerne mache.
Ich frage jeden und jede von Ihnen nach dem, was Medien für Sie bedeuten. Wir sind immer gerne da bereit, über die Medien zu reden. Wichtig ist, dass wir uns selber dabei nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen gibt es so etwas wie die Frage, ja, wie sieht denn mein Medienalltag aus? Welche Medienformen sind schön, welche sind anstrengend, welche sind besonders häufig genutzt, welche nutze ich simultan, mache ich denn Multitasking, in welcher Form? Habe ich zum Beispiel exklusive Sozialkontakte im Beruf oder Privatleben, die nur übers Netz funktionieren, haben wahrscheinlich die meisten von uns inzwischen. Und natürlich dann auch, kann ich einen Tag ohne Medien genießen? Und genießen ist das Wichtige. Ich kann, wenn ich im Urlaub bin, mal irgendwann vielleicht ohne Medien, kann ich es aber auch genießen. Oder habe ich den Punkt von einer gewissen, sag jetzt mal, Verlagerung von ganz vielen Interessen und Bedürfnissen auf das Netz eigentlich schon erreicht? Die Dinge sollten wir uns ab und zu selber fragen. Ich glaube, dass es nicht schädlich ist, sich da immer wieder mal selbst zu überprüfen. Der nächste Schritt neben uns ist die Frage, was machen die anderen? Ich habe Ihnen nur eine Gruppe mal mitgebracht. Das sind Daten, die sind auf mediaperspektiven.de, kann sich jeder runterladen. Das ist die Jugendstudie, die jährlich erscheint. Man sieht eigentlich ganz schön auf der Grafik, wie Medien den Alltag von Jugendlichen strukturieren. Nur in der Schule ist die Mediennutzung gering. Man sieht, wo, wer, was an Musik hört und tut. Man sieht auch ganz genau, wo Medien verboten sind. Das ist nämlich in Schulen. In vielen Schulen sind Handys inzwischen in einigen Kontexten nicht mehr gerne gesehen. Und man sieht natürlich auch, dass Medien, wie behauptet, unseren Alltag ganz massiv strukturieren. Jugendlichen sind natürlich ein bisschen Vorreiter, aber es gilt für die Älteren ganz genauso. Zumindest in einer bestimmten Art und Weise. Das erste politische Thema, und wir sind ja hier in der politischen Runde, ist das, was mir mit am wichtigsten ist bei dem ganzen Thema. Und zwar, digitale Spaltung gilt so ein bisschen als, naja, haben wir alles geschafft, alles in online falsch. Ja, das ist einfach nicht richtig. Wir haben in Deutschland zum Beispiel bei den älteren Migrantinnen, ich sage das ganz bewusst, Migrantinnen über 60, eine überhaupt nur Access-Zahl von 3,8%. Die älteren Frauen mit deutschem Hintergrund sind inzwischen auch schon bei 28%. Also das nur als kleiner Beweis dafür, wer behauptet, digitale Spaltung sei inzwischen geschafft, hat einfach die Zahlen nicht zur Kenntnis genommen. Ja? Wir sehen natürlich, jetzt auch mal ganz kurz bei den Zahlen, natürlich sehen wir einen Zuwachs in der älteren Gruppe. Da sieht man auch plus 16%. Auch die noch Älteren sind inzwischen online. Trotzdem ist es natürlich ein Generationenthema. Das ist überhaupt gar keine Frage, nach wie vor. Ja? Und natürlich ist dann die Frage, die sich daran stellt, was bedeutet es, wenn ich diesen Zugang nicht habe? Was bedeutet es, wenn ich auch die Kultur des Netzes vielleicht gar nicht verstehe? Oder selbst, Sie haben den schöne Beispiel des amerikanischen Abgeordneten gesehen, der eben auf die falsche Taste gedrückt hat und dann sein Package an jemand anders geschickt hat, nämlich an die ganze Welt und jetzt zurückgetreten ist. Also selbst die Leute, die es können, können es manchmal auch nicht. Also das bedeutet, wir haben natürlich da ein riesiges Thema. Und deswegen einfach nochmal Blick in die Welt, weil das Internet ist ja nun wahrhaftig das Weltthema schlechthin. Auch das, glaube ich, ein schöner Beleg dafür, dass das Internet noch sehr ungerecht ist. Und wenn man sieht, dass es kein Luxusgegenstand mehr ist für ein paar Gamer und Leute, die halt ihre Zugverbindung nachgucken wollen, sondern wenn wir sehen, wie viel Daten exklusiv, ja, und zwar in einer Form, einer Dichte, ja, und einer, ich sag jetzt mal, auch Abhängigkeit machenden Exklusivität im Netz, dann wird einem schon klar, dass solche Zahlen darauf verweisen, dass insbesondere im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit alle nur ermuntern kann, da wirklich auch politisches Gewicht reinzulegen. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich bringe Ihnen gleich nochmal was, wie die Verteilung in den Social-Media-Bereichen ist. Wie gesagt, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass die digitalen Brüche im Moment eher größer werden. Das hat einfach damit was zu tun, dass es auch etwas wie digitale Ureinwohner faktisch nicht gibt. Ich sage dazu gleich noch was. Ich halte es für einen politisch völlig falschen Begriff. Wer nämlich von digitalen Ureinwohnern spricht, der glaubt, es gäbe ein zu bewohnendes Land, ja, was ich definieren kann. Das kann ich nicht. Ich habe jeden Tag was Neues. Und die Kinder und Jugendlichen, die heute sogenannte digitale Ureinwohner sind, das sind die digitalen Senioren von morgen. Ja? Weil nämlich die 8- und 9-Jährigen dann die digitalen Ureinwohner sein werden in den nächsten Jahren. Also ich halte das für politisch auch sehr falsch, wenn man dann so tut, als müsste man den Kindern und Jugendlichen nichts mehr beibringen. Und da zeige ich Ihnen gleich mal Beispiele, wie man sehen kann, wie falsch das ist.
Ein Thema, ein weiteres Thema, was mich umtreibt, ist das Thema Google. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Heute ist in der Taz, heute Morgen überhaupt in allen Zeitungen, auch gestern, einiges zu finden über die Exklusivrechte von Google. Ich glaube, das brauche ich in dieser Runde nicht zu vertiefen. Das Problem ist aber wirklich, dass wir uns fragen müssen, was bedeutet Wissen und was bedeutet Google im Kontext von Wissen? Und kann es nicht sein, dass das, was bei Google nicht zu finden ist, irgendwann nicht mehr zum Wissen gehört? Ja, das sind einfach Fragen, die müssen wir uns immer wieder sehr kritisch stellen. Deswegen bin ich gespannt, was da sozusagen jetzt raus ist. Deswegen auch noch ein Punkt zu den Journalisten, weil das war ja auch so ein bisschen die Frage, was bedeutet Journalismus in der Zukunft? Sage ich nachher noch zwei Worte dazu. Wenn wir wissen, wie stark sozusagen die vernetzte und nicht vernetzte Welt miteinander kooperieren, sieht man das zumindest an den Zahlen, wie journalistische Informationen generiert werden. Deswegen, wie gesagt, auch mein Problem mit Google. Ich gehe mal davon aus, dass ich dieses Thema, trotzdem wieder zeige ich nochmal ganz kurz die Grafik, das sind zwar relativ alte Daten, aber als Grundmodell immer noch sehr brauchbar, dass man einfach mal sieht, dass das Argument, dass das Netz viel mehr ist, einfach nur als nur diese, sag jetzt mal, Informations- und Vergnügungsbasis, sondern ein Essential, da wird das schon relativ deutlich, denn wir haben einfach diese Plattform für unglaublich viele verschiedene Funktionen, von der sozialen, persönlichen bis zur wirtschaftlichen Vernetzung haben wir im Prinzip dort alles. Wenn wir die Daten uns angucken, was passiert ist, belegt das die These, dass das Netz social geworden ist, ganz eindeutig. Die E-Mail sollte man nicht abschreiben, es zeigt diese Zahl auch. Wenn Sie mal mit Leuten im Bereich Business diskutieren, sehen Sie, das ist nach wie vor die Hauptkommunikationsform. Es sind eben E-Mails mit den entsprechenden Attachments. Das ist das, was im normalen beruflichen Alltag genutzt wird. Das werden Sie genauso machen, wie ich zum Beispiel auch. Interessant sind eben, und da komme ich ja ganz speziell nochmal drauf, ob die sozialen Netzwerke plus 51%, wir alle wissen, wer da der Haupttreiber ist, nämlich Facebook. Die ersten Zahlen in den USA alarmieren Facebook, die ja kurz vor dem großen Börsengang stehen. Allerdings, die Zahlen werden geheim gehalten, aber wer genau hinguckt, sieht, die Zahlen fallen in den USA. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Zu den E-Mails, nur ein paar Kommentare dazu, weil ich am Anfang auch gesagt habe, das Netz ist toll, aber es ist auch stressig und E-Mails sind was total Stressiges. Ich finde auch Twitter inzwischen total stressig, aber das ist vielleicht mein persönliches Problem. Aber es sind einfach Dinge, die zeigen, wie diese Form von Medienkommunikation uns strukturiert und wir sie auch sozusagen mitstrukturieren helfen, weil es sind ja wir, die das alle tun. Das sind ja nicht irgendwelche Anonymous, die uns sozusagen hinterherhechten, sondern es sind wirklich wir. Und ich habe auch diese 30-Minuten-Kultur in einigen Unternehmen schon gesehen. Oder kriegen sie echt Stress? Ja? Also das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, die wir uns da selber setzen. So, ich habe ja schon gesagt, ich springe von Thema zu Thema, kratze alles so ein bisschen an. Also sorry, wenn das dann vielleicht wirklich oberflächlich wirkt, aber anders geht es, glaube ich, in der kurzen Zeit nicht. Soziale Netzwerke. Auch da kann ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, aber ich will ein paar Beispiele für das Pro und Contra geben. Das ist ja so ein bisschen mein Versuch heute. Diese eigene Welt der sozialen Netzwerke, mal fragen von Ihnen, wer ist bei Facebook? Wer ist mit Absicht und intentional bei keinem sozialen Netzwerk? Okay. Ja, das ist nämlich auch eine Tendenz, die ich glaube, die man sehr ernst nehmen sollte. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die da passieren. Ich zeige ein Beispiel von Cybermobbing habe ich dabei. Also wir haben eine riesige Sammlung übrigens davon, also von Originaldaten, die nicht lustig sind. Das heißt, das Dabeisein ist natürlich alles, deswegen auch meine Frage, wer nicht dabei ist. Wer nicht dabei ist, ist nicht sichtbar. Wenn ich meine Studierenden frage, da sind 99,9% inzwischen bei Facebook, weil sonst ist man ja nicht da. Ja? Das heißt, man fühlt sich nicht existent. Und das bedeutet ganz klar, dass sich dort exklusive ganz zentrale soziale Kommunikationsformen massiert haben. Das bedeutet eben, Präsenz bedeutet lebendig sein, hat mal jemand gesagt. Das sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese neuen Formen von sozialer Gemeinschaft haben sowohl positive, das kennen Sie dann alle, als auch negative Aspekte. Das Negative ist, und das finde ich schon, dass Cybergewalt ein zunehmendes Phänomen ist. Es ist sehr schwierig, darüber was zu sagen, weil dann doch viele das nicht öffentlich tun. Ich habe eine Studentin, die hat jetzt mit Cyberopfern gesprochen, die hat 10
Interviews geführt mit 5 Frauen und 5 Männern, also es verteilt sich sehr wohl. Und die Folgen davon sind ganz massiv, ganz massiv. Ja, also das sollte man wirklich auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn die Debatte um die Selbstmorde, die es ja auch gibt, dann natürlich ein bisschen sensationsheischend sind, aber diese Form von Gewalt ist etwas Neues, die kennen wir so nicht und wir können uns auch vielfältig dagegen noch nicht wehren. Das heißt wir, ich sage jetzt, mache das generalisierend. Der zweite Punkt, auf den gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, das sind sogenannte virtuellen Güter. Die Spieler unter Ihnen kennen das, ja, dass ich also bei Amazon bzw. Bei eBay dann bestimmte Aspekte meines Spiels steigern oder versteigern kann. Es gibt viele andere digitale Güter, da kann man auch, könnte man jetzt sehr lange drüber reden, wäre ein anderes Thema. Und natürlich dann der Diskurs, die Frage, was sind öffentliche Diskurse, auf WikiLeaks gehe ich dann ja noch am Ende noch ein bisschen ein. So, die richtigen Experten unter Ihnen kennen vielleicht die Hälfte von diesen sozialen Netzwerken. Also ich mache immer so einen Test, wer kennt was, ja. Ich selber kann auch die meisten nicht, aber das heißt, man sieht einfach, es sind zwar die Großen, über die wir immer reden, weil die Masse macht es. Ja, auch Twitter wird erst dann wirklich richtig spannend werden, wenn viel mehr als jetzt die 500.000, die wir haben in Deutschland, online sind. Das heißt, die Masse ist natürlich eines der wichtigsten Argumente. Aber Sie sehen schon, vom Social Bookmarking bis zu was auch immer, ist sozusagen vertreten und in jeder Form präsent. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben ein globales Phänomen, deswegen auch nochmal hier ein paar Zahlen. Ganz interessant aus der Wave-Studie, das sind die Zahlen von 2007, 2008 und 2009 zur Entwicklung der Social Media. Super interessant ist Russland. Ja, also Russland hat ja nicht nur die Russenmafia im Netz, das ist einfach so, viele der Bot-Rechner hängen in Russland, das weiß man inzwischen relativ gut, sondern sie haben auch eine super aktive Jugendszene, die im Netz sehr präsent ist. Wenn man anguckt, wo wir sind, also im unteren Mittelfeld. Ja? In den USA ist es auch schon, sagen wir mal, eher im Mittelfeld, die Russen sind wirklich ausgesprochen spannend. Es gibt noch ein weiteres Datum, was ich interessant finde, und zwar, das sind sozusagen nochmal Zahlen aus dem Bereich, wenn Sie online sind, was machen Sie? Und dann schauen Sie mal auf die erste Zahl, das sind nämlich die Philippinen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, Philippinen, Social Networks, ja, wie kommt das denn? Das ist ganz interessant, weil dann muss man nämlich wirklich in die Daten genau gucken und schauen, was machen denn die Menschen. Und da sehen Sie, das sind natürlich jetzt nur die Onliner, nur die Access haben, logischerweise. Und wenn Sie dann fragen, was die Philippiner, insbesondere die Frauen sind dort zu führen, machen, dann sehen Sie, dass dort ein Stück soziale Realität sich abbildet. Diese Frauen und Männer sind nämlich die Expatriates. Das sind die, die im Ausland arbeiten, weil es in Philippinen, das wissen Sie sicherlich, die Arbeitssituation nicht gerade besonders rosig ist. Die halten dann über Facebook oder andere soziale Netzwerke Kontakt mit zu Hause. Ja? Das heißt, man kann, wenn man Social-Media-Forschung auf einer globalen Ebene macht und sich auch für soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit interessiert, aus diesen Daten unglaubliche Details entnehmen. Leider ist die Forschung dazu im Moment nicht wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen, noch nicht so richtig gut finanziert. Wir haben von der DFG jetzt überhaupt erstmal eine größere Summe dazu bekommen. So, was macht man alles in sozialen Netzwerken? Warum ist das letztendlich auch politisch? Komme ich gleich drauf. Das sind die verschiedenen Communities. Sie sehen, Facebook, 376% Zuwachs. Auch das für mich immer, wo sich, ich sage jetzt mal, auch Menschen kumulieren, muss man nachfragen, was bedeutet das für uns? Ja? Und ich zeige gleich nochmal, was bedeutet, dass Facebook inzwischen auch Kontrolle hat über Daten und Fakten, die mich persönlich, und ich bin, was Datensicherheit angeht, eher entspannt, gebe ich zu, aber das finde ich dann nicht mehr entspannt. Für die, die nicht so aktiv sind, habe ich die Folie dabei, was mache ich alles, was kann ich dort machen? Und für die, die das sowieso alles kennen, kleines Beispiel, wie ich aus einem anonymisierten Profil von einer Studentin von mir einfach schon entnehmen kann, was dieser Mensch alles so tut. Sie war ganz offensichtlich in Schweden, sie hat bestimmte Freunde, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt die Gesichtserkennung, die wir alle jetzt haben bei Facebook, uns zeigt, wer wen wo getroffen hat, dann würde dieses Foto mir da schon genug Informationen geben. Sie war in Kyoto, sie hat ihr Zimmer mit IKEA eingerichtet, auch das können Sie übrigens inzwischen mit einem Programm sehr schön sehen, wo welche, ich sag jetzt mal, Möbel herkommen. Das heißt, sie hat einen Hund und sie war auch schon Skifahren, also ganz arm kann sie nicht sein. Sie können aus den Fotos, und da brauchen Sie gar nicht mehr Daten, ja, sofort die ganzen Profile erheben, wenn Sie das wollen. Ja?
Das heißt also, der Gedanke, dass irgendetwas Privates, wirklich, ich sage jetzt mal irgendwas, den muss man sich einfach abschminken. Ja? Es ist in dem Moment und jedes Foto, und wie gesagt, Google hatte das ja schon lange, das Gesichtserkennungsprogramm. Jetzt haben sie halt in den USA damit angefangen, weil dort der Markt, was digitale Sicherheit angeht, völlig anders ist als bei uns. Ja? Die finden das teilweise völlig gesponnen, was wir hier machen. Was auch noch wichtig ist und was für mich ein politisches Problem mit Facebook ist: Google ist bekannt, da haben wir ja schon genug Kritik dran geübt. Aber Facebook macht was ich mindestens genauso problematisch finde. Und das nennen wir Walled Garden. Das heißt also, ich baue mir einen schönen Garten, mache alle Blumen und alles, was wir so brauchen, das pflanze ich da rein. Deswegen ein paar Beispiele, das sind die Spiele, das sind die sozusagen Buchempfehlungen. Das ist ein kleines Beispiel von dem, was man alles bei Facebook machen kann. Der Witz ist aber, jetzt kommt Facebook TV, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige neue Geschichte. In den USA hat das schon angefangen. Das heißt, wir können bald auch auf Facebook Fernsehen gucken, und Fernsehen ist nach wie vor ein Bedürfnis, ist einfach so. Ja? Bedeutet aber, dass in dem Moment, wo ich jemanden vollständig in dieser digitalen Welt halten kann, ich natürlich viel mehr Informationen akkumulieren kann und unter Umständen auch mit den Daten viel mehr machen kann. Zeig dir mal, was ein Profi damit gemacht hat. Ich hatte die Chance, bei Obama an seinem ersten Wahlkampf in dem Wahlkampfteam zu sein. Lange Geschichte, aber es war wirklich super, super spannend. Und was man eben sehen kann, ist, wenn Facebook beispielsweise, das war jetzt seine Inauguration über Facebook, CNN hatte sich angedockt, man konnte eben gucken, wer hat sozusagen diese Reden verfolgt, wer hat während der Rede was gemacht, über 600.000 Status Updates waren in der Zeit zu verfolgen. Facebook hatte durchschnittlich 4000 Updates pro Minute während der Übertragung. Also man kann genau sehen, für die Politik natürlich interessant, wer sagt was dazu. Und natürlich ist dann der Witz, dass sich sozusagen ein Großer mit einem anderen Großen, also CNN, zusammentut und damit Facebook auch eine Form von Nachrichtenportal werden kann. Und was ich jetzt im Hintergrund weiß, ist das auch gedacht. Und von wegen Datenschutz kann man einfach da nur noch, ja, mit der Schulter zucken letztendlich. Ich zeige Ihnen auch mal genau, warum. Das Thema Datenschutz ist nicht nur für den Chaos Computer Club und Constanze Kurz und alle ein großes Thema. Das Buch haben Sie wahrscheinlich auch schon in der Hand gehabt, nehme ich mal an. Es ist aber wirklich einfach die Frage, wo wird es wirklich politisch und was ist unser eigener Einflussfaktor? Ich zeige Ihnen mal ein paar Daten, was Cybermobbing angeht, oder sagen wir mal vorsichtig, es gibt verschiedene Formen davon. Ein Beispiel, das ist, wie gesagt, ein harmloses Beispiel, ich habe noch ganz andere. Das ist jetzt ganz aus der Welt, ein Bericht, und das sind die Daten dazu. Da ging es eben um einen Studenten, der in Münster für die Studiengebühren gestimmt hat, und das ist jetzt aus Schüler-StudiVZ, was ja so ein bisschen am Abfriemeln ist, aber zu der Zeit jedenfalls noch relativ aktiv war. Kleine, fiese, hässliche Gnome, denen einer abgeht, wenn sie die dicken Entscheidungen treffen dürfen, ist ein Beitrag, und oder sowas. Wir wissen, wie du aussiehst, haha, denk immer dran, wenn du über die Straße gehst. Das ist schon eher eine explizite Drohung. Das ist in Relation noch harmlos. Es gibt auch noch ganz andere Fälle, die noch bedrohlicher erscheinen. Ja? Das heißt also, Privatsein ist auf eine gewisse Art und Weise zwar unsere eigene Wahl, aber ein Stück weit auch nicht mehr. Wenn ich eine öffentliche Person bin, wie er in dem Falle, muss ich mich mit dieser Form der öffentlichen Reaktion auch entsprechend auseinandersetzen. Eine andere Frage ist, nicht was machen wir mit den Daten, das haben Sie jetzt gesehen, sondern was machen die Betreiber mit den Daten? Da will ich Ihnen auch nur ein Beispiel geben, da gibt es andere, die sind viel kompetenter als ich, können darüber viel besser reden, aber ich will Ihnen einfach kurz mal zeigen, was man damit tun kann, ohne, ja, jetzt extrem viel Data Mining oder andere Sachen zu betreiben. Wir kennen alle die personalisierte Werbung von Amazon, zweimal auf einer Seite gewesen und schon erscheint es. Ich bin persönlich total genervt, meine älteste Tochter hat bei einem Pferdeversand kürzlich was bestellt. Dieser Pferdeversand ist auf jeder Webseite, die ich im Moment aufmache. Ja? Also es ist echt extrem. Ja? Kriegen Sie gar nicht mehr weg. Ne? Er hat es über meinen Account gemacht. Das heißt, personalisierte Werbung ist, wie gesagt, einige sind genervt, wie ich, andere sind nicht genervt. Das mag ja, wie gesagt, noch ein bisschen Geschmackssache sein. Ich meine, klar, wer durch
wer mit GPS durch die Stadt geht und dann irgendwann die Werbung vom hier besonders billig, wir hatten jetzt gerade beim Frühstück davon, geh rechts rein und du kriegst einen, was weiß ich, Rabatt von 20% aufs Brot, wird wahrscheinlich irgendwann mal so sein. Was die Betreiber damit machen, kleines Beispiel, da muss ich jetzt erklären, was FML ist, kennt das jemand von Ihnen? Nein, fuck my life, Entschuldigung, muss ich jetzt einfach, aber ich glaube, der Hund ist in Ordnung. FML ist eine Abkürzung, die amerikanische Studierende sehr viel in ihren Facebook-Accounts benutzen, die steht einfach dafür, alles scheiße, ja, so. Jetzt sind das einfach nur mal aggregierte Daten amerikanischer Studierender und wer ein bisschen das amerikanische Leben erkennt darin faktisch die Situation der ganzen Generation. Im Januar, alles noch gut bis dahin, März geht's hoch, da sind nämlich dann die Klausurvorbereitungen. Die Klausuren sind im Mai an den amerikanischen Universitäten, im Juni haben die ja schon Ferien. Also, fuck my life, richtig weit oben. Dann geht es in die Sommerferien runter, die sind dann auch nicht ganz stressig, dann müssen viele jobben. Also man sieht, das ist eben auch nicht ganz locker. Ganz schlimm wird es dann im September wieder, das sind nämlich die Aufnahmeprüfungen für die Colleges. Ja? Das heißt, Sie können nur anhand von diesen kleinen Abkürzungen, drei Buchstaben, schon sehen, wie es der Generation zu bestimmten Zeiten geht. Und das ist noch das Wenigste. Klar. Das steht in den Status Updates. Ja? Also das heißt, es brauchen Sie faktisch nur mit dem kleinen Data Mining auszuwerten. Was heißt das für uns? Vielleicht ein paar Thesen. Reputation und Selbstwert. Also wie gesagt, mir ist immer ganz wichtig daran gelegen, den Einzelnen nicht zu vergessen. In der großen politischen Diskussion reden wir oft über Gemeinschaften und Konstrukte, sage jetzt mal politische Organisiertheit. Aber der Einzelne ist im Netz wirklich für mich zumindest als Persönlichkeit genauso wichtig. Wir wissen über verschiedene, sag jetzt mal, Bewegungen und verschiedene Entwicklungen, dass der Warencharakter des Einzelnen steigt, ganz klar. Wir sind eine Ware als Abnehmer und als Produzenten und wir sind aber natürlich auf der anderen Seite auch Gewinner. Und das will ich Ihnen auch ganz kurz zeigen. Es gibt ein Modell, das nennt sich, das stammt noch von Bourdieu, einem französischen Theoretiker. Und inzwischen gibt es eine Bewegung, die sagt, es gibt auch digitales Sozialkapital. Ja? Und digitales Sozialkapital kann zum Beispiel sein, dass ich bestimmte, sag jetzt mal, Rollen im Netz spielen kann. Dass ich ein bekannter Blogger bin oder bekannte Bloggerin. Ich mache das mal ein bisschen kürzer. Ist aber eine interessante Überlegung, die es wirklich wert ist, weiter verfolgt zu werden. Ist in Deutschland noch so ein bisschen am Anfang, aber es ist natürlich schon die Frage, was sind wir wo wert, in welchen Kontexten? Ja? Was heißt denn digitaler Bürger zum Beispiel zu sein? Ich mache das mal ein bisschen schneller. Das ist die Idee, die haben wir entwickelt in Bonn, dass es sowas ist wie Medienbesitz, Medienpräsenz, Medienaktivitäten und natürlich meine Präsenz in digitalen sozialen Netzwerken. Medienbesitz ist ganz klar. Wer heute ein iPhone mit sich rumträgt, hat einen bestimmten Status und wird auch gerne gezeigt. Müssen Sie mich mal selber beobachten. Das macht man einfach, das ist so, das iPad ist noch viel weniger, sag jetzt mal, unterwegs und wird noch viel lieber gezeigt. Das war mit dem Kindle auch mal so in den USA, das hat ja bei uns sozusagen, die E-Reader sind ja nicht so populär, das heißt, also das ist kein so großes Statussymbol sozusagen gewesen. Für Jugendliche, und die sind oft besonders im Fokus, glaube ich, ist auch sowas wie Distinktion wichtig, man will dazugehören oder will anders sein. Das lässt sich eben auch gestalten, zum Beispiel wenn Sie da unten gucken, weil Jugendliche ihre Handys dekorieren, das finde ich total goldig, wird ja immer noch gemacht mit den kleinen Schmuckaccessoires, oder man macht sich eine besonders schöne Hülle drum, und weil sich in Japan, es ist echt Schokolade, ich war mit meiner Tochter in Japan, die hat gemeint, was haben die denn für komische Handys, sagen, die sind doch Schokolade, ja, das ist wirklich so, ich habe das dann mal abfotografiert und dachte, das kann überhaupt nicht sein, so sieht das Ding aus, habe ich dann im Netz gefunden. Ja, also die schrägsten Sachen, aber Medienbesitz ist Teil des sozialen Kapitals geworden, das hätte man früher sich gar nicht überlegt, früher war der Fernseher ein Statussymbol, klar in den 50er Jahren, ne, wenn eine Familie einen eigenen Fernseher hatte. Ein paar Risiken, auch das wissen wir, da gibt es gute Daten dazu, Jugendliche werden in Relation beobachtet, was ihre Mediennutzung angeht, ja, weil man es auch für politisch genug hält. Nur ein kleiner Kommentar zur Computernutzung. Ich habe vorletztes Jahr ein Buch rausgegeben zum Thema das Spiel als Muster und Metapher der Mediengesellschaft. Ich glaube, dass das Spiel wirklich für viel mehr steht als nur Computerspiele.
Wir wissen natürlich auch, dass es bestimmte Risiken birgt, aber ich halte immer das für völlig überzogen, die Debatte um die fürchterlich süchtigen Computerkids. Also das, da muss man sehr aufpassen. Sie wissen vielleicht, in Hannover gibt es hier vor Ort übrigens eine Computerspielsuchtambulanz. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Ich habe mit dem Kollegen mal vor ein paar Monaten auch auf dem Podium gesessen. Das war schon ganz interessant, was er erzählt hat. Von ihm stammen auch diese Daten, die habe ich von ihm bekommen. Da würde ich mir sonst gar kein Urteil zutrauen. Nicht mal einen Rechner, da kommen wir immer auf die falsche Taste. Also die Prävalenzen von Computerspielsucht liegen so zwischen 3% und 13%. 13% ist viel zu hoch. In Deutschland haben wir so um die 3,5% an Kindern und Jugendlichen, die da irgendwie betroffen sind. So, summa summarum, dieser Run durch, ja, das ist eigentlich meine Botschaft. Und das ist das, was ich immer wieder versuche. Ich bin in Rheinland-Pfalz in der Enquete-Kommission gewesen. Ich habe mit der Enquete-Kommission der Bundesregierung zu tun. Ich glaube, es wird einfach massiv unterschätzt, ja. Und es liegt auch in der Wissenschaft, also an uns, wirklich die Politik immer wieder darauf hinzuweisen, Politik hat hier eine Bildungsaufgabe. Ja, und wer Studienprogramm auflegt, wie bei uns in Bonn, wo Lehrer ausgebildet werden, es gibt kein Medienmodul, da kann ich schon die Wände hochgehen. Ja, wie kann das sein? Ja, wie können wir sowas Wichtiges vergessen? Aber es ist einfach immer noch nicht im Blickwinkel der Politik, sondern vielmehr sozusagen als, naja, das lernen die von alleine. Das lernen die von alleine. So, jetzt mache ich noch ganz kurz zwei Themen, da muss ich dann wirklich wahrscheinlich etwas durchrennen, tut mir leid, aber war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel an Themenstellung. Zwei Themen kurz, einmal Twitter und einmal am Ende noch was zu WikiLeaks. Wir haben ein großes Projekt zum Thema Twitter bei uns im Hause, und zwar beobachten wir Politiker. Wir haben zwei Server laufen, die alle Tweets von Politikern aufzeichnen. Und das ist eine unglaubliche Menge an Daten. Wir sind jetzt irgendwie bei, ich weiß gar nicht mehr, 1,8 Millionen oder so. Also wir haben jetzt nicht alle Politiker, aber vielleicht so die wichtigsten. Die Thesen, die sich zeigen, wir beobachten vor allen Dingen Stuttgart 21. Wir haben alle Tweets aufgezeichnet aus den Wahlkämpfen, Nordrhein-Westfalen, Landtagswahl letztes Jahr. Dann Baden-Württemberg, wir werden Berlin aufzeichnen, bin ich sehr gespannt, was da so durch die Gegend getwittert wird. Und wir schauen eben, stimmt es, dass man wirklich über Twitter unter Umständen politische Partizipation neu denken muss? Das ist ein hochinteressantes Thema. Ich zeige Ihnen auch gleich mal, was wir so rausgefunden haben. Dahinter steht die Überlegung, dass WikiLeaks einiges verändert hat. WikiLeaks ist ja viel älter, als die meisten so zur Kenntnis genommen haben. Vielleicht WikiLeaks gibt es seit 4 Jahren eigentlich ganz aktiv und wurde natürlich jetzt erst wirklich bekannt aufgrund der verschiedenen Berichterstattungen zu den Depeschen. So, was heißt das für, jetzt gehe ich mal ganz schnell durch, Sekunde, das brauche ich Ihnen jetzt nicht zu erklären, das können Sie, das wissen Sie alles selber. Was heißt das für ein Partizipationsmedium im Web 2.0-Kontext, das heißt User-Generated Content und Producer-Kultur. Wer von Ihnen ist aktiv bei Twitter? Darf ich kurz mal fragen? Okay, dann ist es ganz gut. Ich habe ein paar Intros jedenfalls dabei. So, das sind die, wir nennen das Kommunikationsoperatoren, klingt ein bisschen technisch, ist aber eigentlich sehr praktisch. Das sind die drei Zeichen, die Sie benutzen können, um Referenzen herzustellen und Bezüge zu erarbeiten. Ich zeige Ihnen mal, wie das dann ganz konkret aussieht. Das ist jetzt ein Tweet, übrigens schön, der Oliver hat auch mit dem Exit, also Ausstiegssymbol, gleich politische Position bezogen. Ist vollständig klar, wofür er steht. Ja, das kann man machen. Also viele Leute haben Fotos, ich auch. Das ist fast schon langweilig. Es wird sehr kreativ im Moment damit gearbeitet. Das ist ein Tweet aus unserer Hashtag-Reihe S21. Ein Hashtag ist faktisch eine Themengenerierung. Das sortiert ihn. Also alle, die was zum Thema Stuttgart 21 posten, die machen das, wenn sie es sortiert haben wollen, mit diesem Hashtag und machen dann S21 dahinter. Das zeigt sich sehr schön, das heißt das Ad-Zeichen, ich habe das auch noch mal ein bisschen aufgedröselt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt rausgenommen habe, Sekunde, das Ad-Zeichen richtet sich an jemanden direkt, also direkte Adressierung, ich kann also jemanden direkt ansprechen, ja, dann hier sehen Sie RT, das ist eine der wichtigsten Funktionen von Twitter, nämlich Retweet heißt diffundiere, schick's weiter und ich schick's auch weiter. Dazu fordert er jetzt gerade auf.
bitte dieses Video weiterverbreiten, und das sind die sogenannten Short-URLs, denn wenn ich eine lange URL jetzt, ne, das ist ein unheimlich lange Zeichen, wissen Sie, ist ja meine 140 Zeichen von Twitter schon längst vorbei. Das heißt, also das sind so ungefähr die Funktionen. Und was kann ich damit alles tun? Das heißt, und das ist das Interessante an der Wissenschaft, ja, dass wir ein hochkompliziertes Diskurssystem haben. Twitter wird total unterschätzt. Ich halte Twitter für eines der absolut interessantesten Formen von Social Media überhaupt. Nicht nur, weil es mobil ist, weil es simultan, fast simultan ist, sondern weil es auch eine unglaubliche Reichhaltigkeit an Kommunikation ermöglicht. Und deswegen, wie gesagt, auch die Hintergründe beispielsweise in dem Video, ich zeige Ihnen das gleich noch, wie man das dann wirklich machen kann. Das sind nochmal die Operatoren, habe ich nochmal ein bisschen ausgeführt, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht. Das ist einer von unseren Lieblingen, nämlich Regierungssprecher. Angela Merkel hat übrigens 100 Fake-Accounts. Also wenn Sie mit Angela Merkel twittern, wissen Sie, ey, kann nicht sein, hat gar keinen Account. Ja. Und die sind wirklich sehr lustig. Es gibt ganz viele Fake-Accounts. Ganz viele Fake-Accounts. Das heißt, der Seibert hat irgendwann festgestellt, Mensch, alles twittert, mache ich mal auch. Und dann war das ein wahnsinniger Erfolg. Der kann sich gar nicht mehr retten. Ich zeige Ihnen da auch noch was. Weiter so nicht abbringen lassen und so weiter, schon gar nicht von Oldschool-Journalisten. Ich fahre jetzt am Sonntag, sprich morgen, mit meinen Online-Journalisten, meinem Kurs nach Berlin. Und das ist, sie glauben gar nicht, was Twitter die ganze Szene aufmischt. Weil die Journalisten sagen, was soll ich denn zu einer Pressekonferenz gehen? Ist doch eh alle schon über Twitter publiziert. Ja? Und das ist wirklich, es verändert auch die ganze Kultur in Berlin. Deswegen finde ich Twitter so unglaublich spannend. So, das ist nochmal sozusagen unsere Analyse. Ja, das heißt, Sie können sich direkt unterhalten mit jemandem, aber sozusagen, wenn Sie es in der Timeline, also alle, die das machen, von Ihnen wissen, wie das ist, in der Timeline lesen Sie sozusagen, was überhaupt im Moment en vogue ist und wem Sie folgen und wem Sie nicht folgen. Ich zeige Ihnen auch nochmal, wie, und ich glaube wirklich, dass Twitter, vielleicht bin ich da jetzt auch zu euphorisch, aber ich glaube, dass Twitter wirklich was verändern kann. Das ist nochmal ein Beispiel, wie Sie Informationen vernetzen können. Also, zum Beispiel Zeitungsartikel oder Blogpost. Kann ich in meinem winzigen kleinen Nachrichtenkanal, meine 140 Zeichen, so hat sie das hier gemacht, da geht es um die Debatte in Frankreich, um die Machos an der französischen Regierung, Frauen prangern Sexismus in Frankreich an, ist der Artikel über Strauss-Kahn, der Tweet verweist darauf, kommentiert ihn, bezieht sich aber aufs Original zurück. Das heißt, sie haben wie eine kleine Zeitung plus Kommentar. Und das kann doch viel weitergehen. Und zwar, das ist jetzt Stuttgart 21, hatte ich ja schon erwähnt, das ist uns besonders interessiert. Und Sie sehen hier, TwitPix ist eine andere Technik, sozusagen Strategie. Sie verlinken in Ihren Tweet Fotos. Und ich zeige Ihnen mal, wie man das, also das ist jetzt ein Beispiel aus der, sozusagen aus der Leiste von Stuttgart 21. Sie verlinken aber auch Videos. Und das Ganze kann man dann, und das ist für uns hochinteressant, auch wissenschaftlich spannend und für die Journalisten und die Politiker sowieso und für die Teilnehmer erst recht, man hat regelrechte Erzählungen, Fotoerzählungen. Und das ist eine aus Stuttgart 21, das ist eine kleine Dokumentation, die die Gegner zusammengestellt haben. Das erste Twitpic, also das erste Foto sehen, die ganze Liste oben gibt diese Fotos an und dann, wenn ich die anklicke, sieht das so aus. Und die mal da waren, also ich bin auch Gegnerin von Stuttgart 21, kann mich gleich mal outen, ich wohne nämlich in Heidelberg und wir sind ja alle dagegen, in Nordbaden sowieso, weil wir finden das völlig idiotisch da unten. Das heißt, Sie sehen also, wie die Dokumentation in ein Tweet ja, erstellt wird und wie Sie faktisch die Ihre ganzen Follower ja, und alle, die dem Hashtag Stuttgart 21 folgen, darüber informieren können, was auf der Baustelle aktuell passiert. Ja? Das bedeutet natürlich, dass Sie eine Form von Bürgerjournalismus, Bürgerbeteiligung, Watchdog-Funktion, alles Mögliche haben. Und deswegen komme ich zurück zu meinem Ausgangsstatement. Wer heute in der Politik das nicht zur Kenntnis nimmt, hat gar keine Chance. Ja, Sie müssen ja auch wissen, was da passiert. Ja, das heißt, Sie müssen ja auch verstehen, in welcher Form dieses Medium genutzt wird für die politische Partizipation. Gut, das war jetzt Stuttgart 21. Ich könnte Ihnen zu Twitter noch 3 Tage was erzählen. Also wie gesagt, ich bin großer Twitter-Fan, glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Zu WikiLeaks. Ja. Ich kann mal kurz ergänzen, bei mir war plötzlich direkt um die Ecke ein Haus besetzt und ich habe das über Twitter erfahren. So ist es, genau. Da hatte ich mehr Informationen, ja, als wenn ich dann gegangen, ja, wäre zu den amtlichen
wir haben gestern in Ilmenau auf der Medientagung diskutiert, was denn mit dem Lokaljournalismus würde. Und die These ist wirklich, dass Twitter den Lokaljournalismus nicht ersetzt. Wir werden immer noch unsere Blättchen in der Hand haben oder so. Also das ist ja auch was Schönes, sich in der Zeitung zu verstecken. Aber ich glaube wirklich, dass die Frage, was passiert in meinem direkten Umfeld, ja, das interessiert uns ja. Das wollen wir wirklich wissen. Macht der Bäcker jetzt früher zu oder hat er besonders gute Brötchen? Ja, also positiv und negativ. Ich glaube, dass da noch viel Zukunft ist. So, am Ende noch ein paar Anmerkungen zu WikiLeaks. Wir haben dazu ein Projekt gemacht, ein Jahr. Ich zeige Ihnen einfach ein bisschen was aus dem Projektbericht. Der hat eine ganz bestimmte, sag jetzt mal, eine bestimmte Zielrichtung, eine politische, sehen Sie auch gleich. WikiLeaks, ganz kurz zur Erinnerung. Am 29. November letzten Jahres haben gleichzeitig 5 große weltweite Zeitungen die Berichterstattung über die Depeschen begonnen. Da glaube ich, brauche ich nicht weiter dazu zu sagen. Ich habe Ihnen mal die Originale mitgebracht. Das war Le Monde, das war die New York Times, das war sehr schön der Guardian, auch mit der riesigen Aufmachung in der Mitte. Das war El País und das war der Spiegel. Ja, erschien alles übrigens am Montag, weil der Spiegel hat am Montag erscheint. Deswegen, die anderen Zeitungen hätten auch einen anderen Tag wählen können. Dieser Spiegeltitel hat alle Rekorde geschlagen. Es gibt nur einen Spiegeltitel in der Geschichte des gesamten Spiegels, der sich öfter verkauft hat. Diese Ausgabe war am Donnerstag ausverkauft und wurde am Freitag nachgedruckt. Phänomenal. Kann sich keiner beim Spiegel erklären bisher. Ja? Das ist das Spezial, was der Spiegel publiziert hat. Das heißt, eines der ersten und die Kommentare, deswegen habe ich Ihnen den Scanner mal mit reingetan, das Handelsblatt titelte Der Staatsverrat. Und das war im Prinzip der Anlass für uns zu überlegen, was ist dort wirklich passiert und wie bewerten wir das aus wissenschaftlicher Perspektive. Zunächst erstmal lassen sich zwei Sachen feststellen. Die großen Gewinner sind die journalistischen Qualitätsmedien. Ohne eine, ich sage jetzt mal, vorherige Aufbereitung der Depeschen wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, dass wir auch nur ein Wort davon verstanden hätten. Ich bin da ganz offen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte keine Ahnung, wer da irgendwelche Abgeordneten, irgendwelche Sondergesandten, irgendwas sind, was da alles vorkommt. Die Leute, die wir kennen, ja, das Geschwätz über unsere Berliner Politiker, das hätten wir verstanden, den Rest nicht. Ja, ob das jetzt so interessant ist, wie Westerwelle eingeschätzt wird, sei mal dahingestellt. Inzwischen ist es ja auch schon alles Geschichte, wir wissen. Das heißt, diese Form ist was Neues für die Journalisten gewesen, übrigens für WikiLeaks auch. Die haben nämlich, obwohl sie dieses Wahnsinnsvideo damals gemacht haben, das ist Ihnen wahrscheinlich auch noch bekannt, was sie selber recherchiert haben und wissen ja aus den Büchern inzwischen, aus den Hintergründen, wie dieses Video entstanden ist. Aber das Video hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen wie die Depeschen. Und daran sind natürlich die großen Zeitungen im Prinzip schuld, in Anführungszeichen. Das heißt, wir erkennen auch eines, wenn wir journalistisch da dran gehen und uns die Frage stellen, was heißt politische Öffentlichkeit, dann sind wir durchaus noch nach wie vor, ja, auf die fundierten Bloggerkenntnisse, auf die fundierten Recherchekenntnisse und auf vielfältige Erfahrungen aus diesem Bereich angewiesen. Und ich glaube, mit Wovereit zu sprechen, das ist auch gut so, ja, weil das können wir nicht. Und wer von uns will denn den Journalisten abschaffen? Um Gottes Willen, das ist eh schon ein bedrohtes Genre. Kann man nur froh sein, wenn sich da neue Dinge tun. Das heißt, wir brauchen die erklärenden Zusammenhänge und wir werden sie auch weiterhin brauchen. Ja, sonst verstehen wir diese ganzen Informationen gar nicht. Aber, jetzt kommt das Aber, ja, da haben wir medienrechtlich ganz große Probleme und einer von meinen Doktorandinnen hat auch Beschwerde vor dem Deutschen Presserat eingereicht, und zwar aus folgendem Grund. Wie kommt es, dass 5 Printmedien exklusiven Zugang über solch wichtige Daten verfügen? Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja noch mehr davon. Ja? Welches Recht hat die Öffentlichkeit? Und Sie alle und wir alle kennen die Depeschen ja gar nicht. Wir kennen nur das, was die publiziert haben. Wir haben eine kleine Statistik gemacht dann, haben uns gefragt, wie viel ist denn wirklich veröffentlicht worden? Was wissen wir denn wirklich ernsthaft? Ja? Natürlich müssen wir darüber diskutieren, darf der Staat bestimmte Dinge geheim halten? Ja? Gibt es Persönlichkeitsschutz für Geheimnisträger, für Persönlichkeiten, die unter Umständen dadurch wirklich in Leib und Leben gefährdet sind? Das sind die grenzwertigen Diskussionen. Die Debatte müssen wir führen. Also eine vollständige Öffentlichkeit, weiß nicht, ob wir dazu Zeit haben, halte ich zum Beispiel durchaus für problematisch. Ja? Das ist die Statistik über die veröffentlichten Artikel der 5 Zeitungen. Sie sehen, El País, Le Monde machen fast nichts.
Ja? Also weder in Spanien noch in Großbritannien bestand, noch in Frankreich bestand großes Interesse daran. Da waren vielleicht auch die Leute nicht genug betroffen. Interessant ist, dass der Guardian sehr ausführlich berichtet hat, also viele Hintergrundinformationen, der Spiegel im Endeffekt letztendlich auch, mit dem Sonderheft noch. Aber Sie sehen, so wahnsinnig viel war da gar nicht los, also so viel haben wir letztendlich gar nicht wirklich erfahren. Das heißt, das ist nochmal hier die Statistik, die wir gemacht haben. Es ist, wie gesagt, wenn man überlegt, wie viel 100.000 Depeschen, das sind lächerlich, was wir wirklich wissen. Ja? Das heißt, man sieht, dieses Zusammenspiel hat für uns als Öffentlichkeit natürlich das Problem der sogenannten fragwürdigen Selektionsmacht. Ist das das Recht dieser Zeitung im Prinzip, das so zu filtern? Interessant übrigens, da haben wir mal recherchiert, eine von meinen Doktoranden macht das als promoviert über das Thema und die hat mal geguckt, welche Depeschen nicht veröffentlicht wurden in Deutschland. Da gibt es schon ein paar problematische. Fragt man sich, warum der Spiegel das nicht gemacht hat. Nämlich das teilweise Engagement von RWE in einem Kernkraftwerk in Bulgarien, das wollen wir gar nicht wissen. Ja, das heißt, solche Sachen wären so wohl, sehr wohl von Interesse für uns gewesen, insbesondere angesichts der aktuellen politischen Entscheidungen, was die AKWs angeht. Das heißt, die Frage war, und das ist jetzt eine Recherche von uns im Haus auch, dass die bestimmte Einflussfaktoren ganz offensichtlich in der Frage, wie viel wird geleakt und wie viel wird nicht geleakt, beziehungsweise bearbeitet, dann auch noch bestehen. Also die Politik ist überall. Zu den Whistleblowern, das ist eine der wichtigsten politischen Forderungen. Whistleblower sind diejenigen, die das überhaupt erst ermöglichen. Whistleblower sind diejenigen, die auf die Leaking-Plattformen, wir haben jetzt inzwischen 150, haben wir herausgefunden, habe ich jetzt nicht alle dabei, aber 150 Plattformen, Leaking-Plattformen haben wir festgestellt. Die Frage ist, wenn wir das wollen, und ich glaube, das wollen wir schon, ja, dass wir mehr Informationen auch aus Hintergründen bekommen, wo wir sonst keinen Zugang haben, dann müssen wir unter Umständen diese Whistleblower schützen. Also ich gehöre dem Whistleblower-Netzwerk an und der INA, der Initiative Nachrichtenaufklärung, die sich darum kümmert, ja, um diese nicht berichteten Themen und die unterdrückten Themen. Und wir setzen uns seit vielen Jahren dafür ein, dass es ein Whistleblower-Gesetz gibt. Die SPD hat es eins eingereicht, übrigens vor 2 Monaten, was die Szene nicht unbedingt nur positiv stimmt, aber immerhin, es ist ein Schritt, denn das Problem ist auch, wenn Sie den Manning angucken, das ist der junge Soldat, der das angeblich, der Whistleblower war bei diesen Depeschen, Menschenrechtsverletzungen ohne Ende ihm gegenüber. Ja, das heißt, die Frage ist, wie schützen wir diese Menschen? Ja, wir brauchen sie, insbesondere aus dem militärischen Komplex braucht man das. Deswegen die Forderung, ein Whistleblower-Gesetz auch für Deutschland, das entsprechende Schutzmaßnahmen enthält. Ich glaube, das wäre eine gute, hier habe ich Ihnen noch mal mitgebracht. Sie kennen das von Amnesty, Sie kennen die Prozesse, die dort geführt werden. Das ist skandalös für die USA. Also es ist eigentlich unglaublich, was da läuft. So, dann nochmal zum Thema, was zeigt uns WikiLeaks, außer jetzt dem konkreten Fall. Es zeigt uns auf jeden Fall die Macht des Netzes. Ja, wer es bis dahin nicht verstanden hat, der hat es, glaube ich, jetzt verstanden. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wie viel Öffentlichkeit verträgt denn die Politik? Wie viel Öffentlichkeit wollen wir? Ja? Das heißt, die Transparenz des Netzes bedeutet eben auch, dass wir ein Recht haben auf mehr Möglichkeiten, diese Transparenz auch vom Staat sozusagen zu fordern. Die Konsequenzen, da werde ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Wir haben, es kommt gleich ein Screenshot, es gibt ja die Möglichkeit, dass Sie, wir müssen jetzt kein Whistleblower sein, dass Sie Informationen an die Medien geben. Jetzt haben wir aber den Fall, dass die Medien natürlich unter einer bestimmten politischen und finanziellen Druck stehen. Das heißt, wenn Sie Informationen weitergeben, kann es sein, dass Sie nirgendwo landen. Dafür habe ich jetzt gleich ein Beispiel mitgebracht, nämlich der Blogger Wir in NRW. Ich weiß nicht, ob Sie das zur Kenntnis genommen haben, dass Rüttgers unter anderem wegen diesem Blog nicht mehr wiedergewählt wurde. Und das ist schon, ich behaupte es einfach mal, ich glaube auch, dass das stimmt. Ich zeige Ihnen mal gleich, warum. Das heißt, diese Diskussion müssen wir führen. Und die Frage ist natürlich auch, wie reagieren die Parlamente darauf? Da gibt es bereits erste Reaktionen, ja, also öffentliche Sitzungen, Berichtspflichten, Offenlage im Netz. Also die Politik bewegt sich, aber da braucht es natürlich noch viel mehr Druck von unten. Und Medien müssen, und das ist eine ganz wichtige Forderung von uns aus der Medienforschung, müssen politisch unabhängig sein. Und hier ist ein Screenshot zum Viren NRW, wer das mal nachschauen möchte. Diese Mails sind alle noch im Original im Netz.
Der Kollege oben rechts, der ist Bonner, das ist das einzige Gesicht dieses Blogs, denn das Problem ist, die haben sich bedroht gefühlt in ihrer, sag jetzt mal, wirtschaftlichen Existenz. Das sind nämlich alle Journalisten, die das sauber ausrecherchiert haben, und jetzt erinnern Sie sich vielleicht auch wieder dran, das ist nämlich die Berichterstattung über Rüttgers Aktivitäten mit verschiedenen Unternehmen, wo er Geld dafür kassiert hat, dass er sich mit denen hat ablichten lassen. Ja, und da gab es noch andere Informationen aus seinem sozusagen aus dem Staatssekretariat. Und diese Mails, ja, sind geleakt worden an, übrigens erst an die großen Zeitungen in NRW, ja, aber sie haben nichts damit gemacht. Und dann sind sie eben über Umwege zu diesem Blogger geraten, der hat gesagt, na klar, kommt das raus. Und dann haben sie es erst noch recherchiert, und zwar sauber recherchiert, wie Journalisten das machen. Und das war ein kleiner Screenshot über eine der Mails. Wie gesagt, das hat massiv dazu beigetragen, dass Rüttgers in die Kritik gekommen ist, zu Recht. Ja, also sowas ist einfach, das sind einfach Grenzen berührt. Und das heißt natürlich, wir brauchen das. Wir brauchen diese Form von Öffentlichkeit, wir brauchen die Leaking-Kultur. Also ich bin fest davon überzeugt, dass einige Sachen sonst gar nicht passieren werden. So, ich will jetzt eigentlich schließen mit ein paar Überlegungen, was das für die Zukunft bedeutet. All das, was ich jetzt heute gesagt habe. Für mich ist klar, dass die Macht der digitalen Medien größer wird, aber ich bitte immer, das nicht als irgendwie so eine, wie auch immer, seltsame Entität zu sehen. Wir sind das, wir sind die Medien. Ja? Und die Frage ist immer wieder, was wir damit machen, im Guten wie im Schlechten. Sie haben das Mobbing-Beispiel gesehen und Sie haben gesehen, was man alles in der politischen Arbeit damit machen kann. Die Welt wird sich dadurch verändern oder hat sich schon verändert. Es geht ja nicht nur um uns, es geht ja letztendlich um vielleicht eine Friedensbewegung in dem ganz globalen Sinne. Ja? Deswegen ist Assange, der ist ja so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, es sei ihm auch gegönnt, ja, dass er sozusagen da weiterarbeiten kann, wo er gut ist und nicht da, wo er nicht gut ist. Das heißt, also ein paar Sachen, ja, gibt es ja noch, also gibt's so viel Klatsch und Tratsch darüber, aber das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber er ist natürlich irgendwo auch ein Gesicht geworden, und für mich als jemand, die jetzt nicht so in Expertenkreisen wie diesem oft Vorträge hält, sondern wirklich habe oft ein Publikum, was keine Ahnung hat, ja, wo ich das Gefühl habe, ich muss den überhaupt erst mal erklären. Und wenn ich dann das Foto von Assange zeige, was ich jetzt Ihnen auch gleich zeigen werde, dann hat man schon das Gefühl, es hat jetzt ein Gesicht bekommen, für einige löst es Aggressionen aus, aber zumindest ist es die Symbolisierung von etwas. So. Wie gesagt, die Kriminalisierung dieser Person ist absurd, ja, vollständig klar, aber natürlich löst das Konflikte unter Umständen aus, die wir jetzt ja angefangen erst auszutragen. Da ist er, vor ihm zieht er die Mächtigen, wenn man so sieht, fragen wir schon warum. So, und das ist die These, mit der ich eigentlich gern enden möchte, und das greift eigentlich bei uns selber nochmal ein. Wir werden uns verändern müssen, wir haben uns schon verändert, viele von uns, ja. Wir werden mit diesen Informationen, sollten mit diesen Informationen unter Umständen anders umgehen. Wir sollten unter Umständen auch selber dazu beitragen. Es heißt, dass wir eine neue Verantwortung tragen. Wir sind auch jetzt digitale Staatsbürger. Ja, das sind einfach nochmal ganz andere Rollen, die wir übernehmen können. Das heißt, einerseits sind wir sozusagen die, ja, ich will es mal formulieren, die digitale Elite. Ja, und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das ist ja nicht nur gut, dass wir Elitenbildung haben, es ist auch problematisch. Das ständige Dazulernen wird etwas sein, was uns alle konstant verfolgen wird. Wir werden uns nie sicher sein können in dieser digitalen Welt. Das macht auch Angst. Ja, morgen sieht es ganz anders aus als heute. Und die Frage ist natürlich dann als drittes, brauchen wir die totale Öffentlichkeit? Und da würde ich natürlich gerne drüber diskutieren. Ich sehe nämlich sehr wohl, und das habe ich ja auch gezeigt, dass es große Schwierigkeiten gibt, wie immer im sozialen Miteinander. Menschen sind nicht nur gut, ja, zueinander, miteinander, ganz im Gegenteil. Denn wir haben Verleumdung, Image-Schaden. Es gibt inzwischen Image-Repair-Companies, die ihr Image im Netz wiederherstellen. Es gibt alle möglichen Dinge, die braucht man auch. Ja, die braucht man zum Teil wirklich. Und natürlich, und das ist die Debatte, die wir im Moment führen in den politischen Runden, um was heißt das Netz. WikiLeaks hat uns was gezeigt, brauchen wir eine neue Internetethik? Müssen wir darüber reden, was wir da miteinander machen? Ja? So wie wir sagen, auf dem Schulhof wird nicht geprügelt, wird auch im Internet nicht geprügelt. Versteht sich irgendwie von selber, aber die Diskussion wird nicht geführt, weil noch ist das Internet
doch so ein bisschen was, ja, wie soll man sagen, vielleicht auf einer anderen Ebene und irgendwo sonst. Ja, ob wir da so enden, das werden wir sehen, denn dieses Gerät wird es nicht mehr lange geben, den Computer. Ich glaube, das wissen alle, die hier sitzen. Das ist im Prinzip ein sterbendes Teil. Bewahren Sie es gut auf, tun Sie es im Museum, wenn Sie noch so einen dicken, fetten Rechner haben. Auch die Teile ja völlig obsolet. In 5 Jahren braucht man sowas gar nicht mehr, da ist das alles irgendwo sonst wo. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.